Willkommen zu Mamiya Sanduk, zu der Steam Next Fest Demo von Blocky Dungeon. Was wir vor uns haben, ist laut eigener Beschreibung ein merkwürdiger Mix von Puzzle und Roguelike. Und zwar die Idee soll sein, dass man sein eigenes Dungeon baut und dann die Probleme, die sich dann da auftun, besiegen muss. Wie interessant oder komplex das tatsächlich ist, dürfen wir dann aber gemeinsam herausfinden. Bevor es losgeht, wir dürfen gleich unten links in der Ecke hervorheben, this game is currently Keyboard-Gamepad only. Und das sieht man selten, dass wenn Keyboard hervorgehoben wird, dass dabei nicht die Maus gemeint wird. Das heißt also, wirklich Pfeiltasten oder dann beim Gamepad kann man das Ganze hier nur navigieren. Aber wenn diese Hervorhebung unten in der Ecke existiert, hoffe ich mir, dass wir wenigstens irgendwann auch die Maus im Menü nutzen dürfen. Wir gehen einmal kurz über die Settings. Das, was ihr hier seht, ist im Endeffekt alles. Kann Sound ein bisschen anpassen. Man hat Videoeinstellungen mit Simple. Oh, es gibt sogar Very High. Okay, gut zu wissen. Und es gibt sogar Ultra. Wie immer, es ist nicht klar, wo etwas beginnt und etwas wiederum aufhört. Dementsprechend, ja, das Spiel sollte nicht so komplex sein, dass ich nicht Ultra vertragen kann. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Videoeinstellungen. Wie ist denn, kann man theoretisch auch noch. Okay. Das ist zum Beispiel nicht selbstverständlich, dadurch, dass das so grau gehalten ist, alles davon, dachte man, das ist nicht an, aber der Unterschied ist wirklich der Haken. Eine Entscheidung. Und dann haben wir noch ein paar Sprachen. Wie immer, ist eine Demo, da fehlen noch ein paar, gerade für uns Deutsche. Aber das soll jetzt hier nicht das größte Problem sein. Dann haben wir noch Controls hier extra. Dann können wir mal ganz kurz sehen, wir haben Night Controls, Activate Align, mag mich nicht, General Controls, Pause, ja okay, Dungeon Controls, Move Block, Hard Drop. Spielen wir Tetris, Rotate und Soft Drop. Ja, es riecht schon fast danach. Two-Hand Controls. Control the Knight and the Dungeon at the same time. Und dann, okay. Ich wollte mich schon fragen, das ist immer so lustig, wenn man theoretisch eine Möglichkeit haben könnte, das mit der Maus zu kontrollieren, wie das dann funktioniert mit einem Gamepad. Denn wir haben zum Beispiel hier unten Control Schemes. Okay, man kann da wirklich hin und her springen. Ist farblich nicht immer selbstverständlich, wo man sich manchmal befindet. Okay, dann kann man nochmal gucken. Ja, der Unterschied zwischen Schema A und B ist tatsächlich einfach nur, wie Rotate und Soft Drop eingesetzt werden kann. So, dann springen wir nochmal hoch, gucken nochmal hier, One Hand Control. Control only the knight or the dungeon at one time. Press Toggle Control to take turns between the two. Toggle Control ist also Select, wenn ich das richtig sehe. Ich lasse es einfach mal erstmal so, wie es ist. Und dann kann man immer noch mal das Ganze anpassen, falls man das Gefühl hat, dass es noch nicht so funktioniert oder man selber einfach kein Fan davon ist. So. Mode Snack. Wir haben drei Stück mit Quest, Endless und dem Tutorial. Take on a series of quests and complete the objective to advance. Each quest will feature different goals, which will require you to change your playstyle and think outside of the box to achieve them. Do you have what it takes? Once you enter, you can never leave again. How far will you go before you inevitably demise? Und nur noch Shop, Bestiary, Stats und Leaderboards. Das ist erstmal noch nicht so interessant. Wir sollten, denke ich, erstmal dem hier starten. A short introduction to the game's main mechanics and features to get you started on your adventure. Welcome to Blocky Dungeon. In this game, you control both a knight and the falling pieces that build the dungeon. Das ging schon sehr, sehr hektisch. Survive the dungeon while defeating the enemies that stand in your way. The basic flow of the game is complete horizontal lines, activate the lines to power up and fight enemies. For this tutorial, we'll be using the two-hand control scheme. This uses both the VRSD and arrow keys, as well as the shift and control keys. Move the active dungeon pieces using the arrow key. Ja, da sieht man das schon in dem Preview. Man lässt die wie Tetris Stücke runterfallen. Opening between walls will remove any other walls they connect to. Keep your pathway open. Okay, da sieht man also im Endeffekt, da sind die nicht passend. Und das Spiel macht die passend, was natürlich angenehm ist. Place some dungeon pieces into the dungeon to create a path for the knight. Oh, war das wirklich mit dem rechten Stick? Ich kann verstehen, wenn man mit dem linken vielleicht den Kollegen bedienen soll. Oh, und dann... Okay, wie das Ganze gedreht wird mit nach oben des rechten Sticks drücken.
ist leicht unerwartet. Und dann wiederum nach unten drücken, um das Ganze umzusetzen. Ja, also da mit dem rechten Stick so zu arbeiten, ist sehr, sehr ungewohnt. So, ich will mal gucken. Ganz bewusst, da ist jetzt hier eine Wand. Die wird dann wirklich auch automatisch entfernt. Also das Spiel versucht grundlegend sicherzustellen, dass man sich nicht selber einmauert. So, ich will mal wissen, was passiert, wenn da ein Zwischending ist. Da passiert erstmal noch gar nichts. Use VSD keys to move the knight around the dungeon. Moving uses up action points. Okay, placing the next dungeon piece will end the turn. And you will regain AP. Try moving the knight around the dungeon with VSAD. Ja, okay. Und das Schöne ist natürlich, man läuft. Was passiert, wenn ich hier... Ne, ich kann zum Beispiel nicht weiterlaufen als dieser Punkt. Aber dann ist jetzt zum Beispiel... Ne, ich muss jetzt zum Beispiel hier die... Bis zu 4 die AP aufbrauchen. Okay. Now place the dungeon piece to finish the turn. Ja, das ist wiederum merkwürdig, dass das halt als Turn definiert wird. Ja, damit wird das wieder aufgefüllt, aber warum wurde das Ganze mit 4 unterbrochen? Hammers can be used to knock down walls or to build dungeon tiles in empty spaces. Build a walk into a wall or an empty space to use a hammer. Ich meine, ja, you only start with 3, so you will need to pick up more if you run out. Ja, meine große Frage ist halt nur, warum sollte ich das tun? Also auf den ersten Blick wirkt das relativ witzfrei, wenn das Spiel, wenn man Dungeon Tiles setzt, aufpasst, dass man ja sich nicht zubauen kann. Use Hammer to knock down a wall. Jo. Now walk into an empty space to build a tile. Okay, ja, aber warum? If the dungeon reaches the top of the screen, it's game over. Try to place the dungeon pieces to complete horizontal lines. Okay, also wir haben weiterhin diesen Tetris-Aspekt. Nur, dass wir gleichzeitig als Knight noch dabei sind. Man sieht ja gerade in dem Video, dass er reinrennt, das markieren muss und dann wieder vor allem rausrennen muss. Okay, also... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo der Puzzle-Aspekt ist, außerhalb von Es ist Tetris. Aber sehen wir mal. Send over completed lines and press Control to activate them. Activated lines are cleared when you step off. Okay. Complete and clear 3 tiles. So, und jetzt will ich natürlich nochmal ganz kurz nebenbei gucken. Controls. L. Also vermutlich eine der Trigger-Tasten. Werden wir einfach mal testen dürfen. So, ready, go. Ja, und das ist natürlich dann hier interessant. Wir haben... Bose Control. Oh, jetzt habe ich damit automatisch das platziert. Ne, okay, whatever. Es ist immer noch merkwürdig. Es ist immer noch merkwürdig, wie man seinen Charakter so steuert. Ich habe jetzt 2 meiner Hammer einfach mehr oder weniger weggeworfen. Ja, ich schmeiße jetzt aktuell einfach mal nur Zeug erstmal hin. Und... Dann gucken wir weiter. Okay, also damit hätte ich die 3 jetzt entfernt. Ich bin nur noch merkwürdig, dass wir halt Energie haben. Weil ich kann nebenbei trotzdem weiterhin Zeug legen. So, jetzt sage ich... Genau, mit dem vorderen der beiden linken Buttons. Und damit haben wir das entfernt. Great. Enemies appear in this dungeon. Walk into enemies to attack them. Attacking uses up AP. Watch out, most enemies will hit back. After your turn, enemies will move up to 2 spaces and attack whoever gets in their way. Try to place yourself to avoid them. Okay, fight and defeat 2. Ja, und das ist natürlich jetzt hier die Frage. Mich zum Teil nicht zu bewegen, wie ich mir das... Das ist merkwürdig. Ich kann zum Beispiel gerade nicht nach rechts gehen. Und gleichzeitig, wo sind... Jetzt so... Sehr merkwürdig, warum jetzt gerade ich erstmal nach unten drücken musste, bevor der auftauchte. So, jetzt gehe ich darüber. Okay, der hat mich so gut wie umgebracht, bevor hier alles überhaupt abgeschlossen ist.
Ich hab zwei Gegner und ich bin so gut wie tot. Das fühlt sich nicht gut an. Normally the knight and most enemies will do one damage per attack, fighting back and forth. This way can quickly drain your HP. Ja, richtig. You can fight more effectively by boosting your attack power. Each completed nine you activate will add one to your attack power. The big number in orange... Placeholder, indicates how much damage you would deal in your next attack. Note that ending the turn... Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ending the turn funktioniert. Ist einfach nur, wenn AP aufgebraucht ist, ending turn. Note that ending turn resets your attack power. Activate 9 and deal 3 plus damage to an enemy at once. Ich finde jetzt diesen Puzzle-Aspekt noch nicht so ganz, wie es selber versucht hier anzumerken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bisher habe ich halt noch nicht diesen unterschiedlichen Puzzleteile-Aspekt verstanden, wenn in den meisten Fällen ja eh die Wände entfernt werden. Deswegen ja, alles, was ich bisher hatte, hat jetzt auf einmal keine Wand mehr. So, ich mache das jetzt mal ganz bewusst so. Oh. Warum wurde ich jetzt angegriffen? Ich habe noch nicht verstanden, wann zum Kuckuck mein Zug vorbei ist. Deswegen, ich ziehe den jetzt hier nochmal runter. Ist jede Runde? Kann aber nicht sein, weil der eine Kollege, also vielleicht ist es ein Tentakel, der bewegt sich einfach schlichtweg nicht. Who knows? Oh, und damit habe ich die kaputt gekriegt. Great. Okay, und jetzt ist meine Angriffskraft wieder verfallen? Why? Jetzt wirklich einfach nur... Jetzt habe ich zum Beispiel auch keine Hammer mehr, das heißt also... Also das mit den Hammern ist auch merkwürdig. Ja, jedes Mal, wenn ich hier einen fallen lasse, bedeutet das, dass eine neue Runde startet. Das heißt, man muss eigentlich bei Weitem aggressiver mit seinen AP umgehen. Ja, okay, und jetzt renne ich hier natürlich relativ zügig in das Problem, dass ich... also bisher... Keine Ahnung, ich habe mir was Besseres erhofft, was diesen Puzzle-Aspekt betrifft. Ja, und mir fehlen halt wie immer diese L-Stückchen. Ja, try again, dipshit. Ja, I get it. Ja, und jetzt ist natürlich hier zum Beispiel wichtig, dass ich das ganz bewusst versuche, die von mir fernzuhalten. Das eine Ding will ich natürlich nicht da reinpressen. Ich gehe jetzt ganz bewusst hier weit weg. Jetzt gucken wir mal, ich lasse es fallen. Also, dass man da von Turns redet, finde ich sehr merkwürdig. Also mir fehlt aktuell immer noch der Puzzle-Aspekt. So, dich will ich darüber setzen. Oh, die kämpfen sogar gegeneinander. Das ist natürlich wiederum interessant. So, jetzt habe ich hier... Okay, das kann man also auch sofort einsetzen. Man muss nicht darauf warten, bis die erst zerstört werden. Perfect Strikes. Normally your attack power is reset after one attack, but if you attack an enemy with your attack power exactly equal to their HP, you will perform a Perfect Strike. With a Perfect Strike, you will not only keep your attack power, but it will go up by one. Oh. If you plan carefully, you can defeat multiple enemies quickly. Okay, das ist wiederum nicht schlecht. Perfect 2. Ja, das heißt aber jetzt trotzdem, ich muss erstmal irgendwie, ich muss eigentlich nur eine davon zerstören. Weil sonst hätte ich ja zu viel. So, jetzt mache ich das Ganze bloß so. Ideal. Und so. How many enemies can you kill in one turn? Each enemy you kill earn your experience points. Killing more than one enemy in a turn is a kill combo, and as your kill combo increases, the XP you will earn does too. Once the XP buff fills completely, you will level up. Your HP and AP will be refilled, okay, and your maximum HP and AP will increase. Fight until you level up. Ich kann verstehen, das ist nicht unbedingt eine RPG. Also zu einem gewissen Grad fühlt sich das doch alles noch leicht merkwürdig an. Also ich persönlich muss ehrlich zugeben, ich bin ein großer Fan von der Idee, dass man Level-Ups haben kann und dass man mit diesen Level-Ups was anfangen kann.
dass man entscheiden kann, wie Skillpunkte verteilt werden, wie, auf welche Art man wirklich stärker wird. Und das ist bisher einfach noch nicht so unbedingt der Fall. So, jetzt habe ich 2 von denen. Jetzt gehe ich auf 3 hoch, richtig. Und jetzt muss ich den platt machen. Gehe damit aber auf 4 hoch. Ich meine, ich will einfach in der Linie erstmal nur gucken, genau, dass ich XP sammle. Ja, und das ist natürlich dann hier auch wieder so ein bisschen ulkig. Hier ist gerade halt niemand. So, jetzt muss ich das wieder machen. Ne, damit gehe ich auf... Also, das ist ein bisschen merkwürdig, dass man logischerweise klar mit einem Angriff startet. Aber man denkt, oh, ich nehme die 2 mit, dementsprechend habe ich 2. Nope, man darf dann wirklich nur eine Linie zerstören. Was dann auch wieder gegen so ein bisschen die Idee von Tetris geht, wo man ja gerade versucht, nicht nur eine oder 2 Linien auf einmal zu entfernen. So, survive the dungeon. A curse afflicts those who delve in the dungeon. Each turn that goes by, if no enemy were killed, the curse meter will increase a little. Once at first, you will take damage. Killing enemies decreases the curse and kill combos decrease it further. Keep killing enemies to survive. After enough turns pass, the dungeon level will increase. With each dungeon level, enemies will respawn with more HP. Boost your attack power to survive against increasingly sturdy enemies. Watch your curse meter and survive until dungeon level 3. Okay, mal gucken, wie das funktioniert. No. Also das mit dem Hammer gefällt mir nicht, dass es einfach automatisch passiert. Kann verstehen zum gewissen Grad, aber gerade hier am Anfang ist es super einfach, das immer wieder falsch zu machen. So, ich will das darüber. Also ich bleibe auch so ein bisschen dabei. Ist ein bisschen schade, man hat diese Wände. Oh, dieses Mal ist die Wand sogar erhalten geblieben. Ich frage mich nicht, warum das in dem Fall so war. So, wir gehen hin und wollen den logischerweise zerstören. Richtig. Jetzt gehen wir hin und machen das kaputt, um den kaputt zu machen. Okay, also mittlerweile, man versteht es vielleicht so ein bisschen besser. So, jetzt habe ich aber hier schon... Ach nee, ich stehe immer noch auf dem einen drauf. Dementsprechend passiert hier nichts. Das heißt, ich gehe jetzt hier hoch, musste mit... Ach nee. Achso, erst wenn ich einen Teil fallen lasse. Dann wiederum sind die Gegner dafür bereit anzugreifen. So, wo kann ich zum Kuckuck sehen, wann sich das Dungeon... Okay, da unten ist das Dungeon-Level. Lassen wir nebenbei darauf achten. Okay, da füllt sich dann also etwas. So, können wir es vielleicht schaffen, uns irgendwie auf 4 Attack zu boosten? Und das ist dann auch die Frage. Ich habe bisher noch keine Perfect Strikes hingelegt. Ich würde nämlich wissen, wo zum Kuckuck ich sehen kann... Oh wow, das Ding fühlt sich extrem... Oh. Nee, also das mit den Hammern muss auf eine Taste gebunden werden. Dass du die vorher drücken musst oder gedrückt halten musst. Hier einfach die falsche Taste oder die falsche Richtung zu drücken und dann einen Hammer zu verlieren, die, weil sie schon limitiert sind, vermutlich relativ wichtig sein werden, dass man sie nicht einfach verschwendet, ist sehr, sehr einfach. Oh, nice. So. Mhm. So, jetzt zerstöre ich die ebenfalls. Ne, eigentlich muss ich gucken, dass ich das irgendwie noch auf 3 bringe. No. So, jetzt gehe ich hin, mach euch platt und hau einfach euch einfach nur auf die Nase, weil ich es kann. Moment. Ach so, ich habe meine Combo verloren gehabt, weil... Also, auch hier wieder. Es wäre schön, wenn man auch eine Attack-Hervorhebung hat. Wie viel Schaden mache ich jetzt? Zugeben, ich habe jetzt keinen perfekten Schaden oder ähnliches hingelegt, aber trotzdem. So, ich gehe jetzt hier hoch. Ja, und das ist zum Beispiel jetzt hier das Interessante, abgesehen davon, dass jetzt das jetzt hier endet. Wir müssten hier in dem Fall durch die Wand durchbrechen. Ich bleib dabei, ich habe noch nicht verstanden, warum manchmal Wände halt entfernt werden und manchmal, wie in dem Fall, da bleiben. Denn jetzt bräuchte ich, wenn ich ernsthaft versuchen müsste... auf die andere Seite zu kommen, einen Hammer einsetzen. Good job making it so far. You are ready to explore Blocky Dungeon, am I? Reach the golden axe that is about to appear to embark on your journey. Okay, if you say so. Zum Beispiel, jetzt haben wir hier... Oh, natürlich interessant. Wir sollen verhindern, dass wir bis nach ganz nach oben uns arbeiten. Aber auch gleichzeitig... Oh, ne, das Ding, das jetzt hier runterfällt. Nevermind. Ja, verhaut euch. Ich hau ab. Das ist keine schlechte Idee. So ist nicht. Aber
Es fühlt sich alles noch so ein bisschen merkwürdig an. Also ich bleib dabei ganz klar, die Hämmer müssen irgendwie besser getriggert werden. Denn so kann man die einfach verschwenden. The Beginning. Ach so. Das ist natürlich ulkig, The Beginning ist das Tutorial. Slime Slayer Hammer and Sword, Thirsty Blade of the Lich. Defeat 3 Slimes. Alles klar, das klingt zumindest erstmal relativ machbar. Ja, ich muss natürlich aber auch hier wieder sagen, es ist sehr angenehm, dass das nicht in... Ich gucke jetzt hier gerade, dass es halt nicht gleichzeitig passiert, dass man sich bewegen muss, kämpfen muss und die Steine oder Tetris-Blocks fallen automatisch runter. Das ist nicht der Fall, das ist sehr angenehm. So, jetzt gehe ich hin, platziere euch. Ich mache dich platt. Mach dich platt. Und mache dich platt. Ja, das fühlt sich natürlich schon cool an. Wenn man es schafft, das Ganze so aufzubauen und das dann auch funktioniert, yo. So, jetzt habe ich hier drei von denen. Das ist natürlich jetzt zum Beispiel hier wiederum doof, denn, klar. Ach ne, jetzt habe ich wiederum vier. Ja, und dadurch, dass ich die nicht passend besiegt habe, ist natürlich auch mein Angriff wieder runtergefallen. Also das ist etwas, das meines Erachtens sehr einfach untergehen kann. So, wir wollen es so drehen, dass die Ratte möglichst weit weg ist. Dungeon Level Up. Das wäre schön gewesen, wenn man hier nochmal so weitere Beschreibungen bekommen würde, was zum Kuckuck die unterschiedlichsten Sachen tun. Denn jetzt ist da eine Kiste und da ist auch definitiv, ich denke mal, eine Falle. So, ich gehe mal hier jetzt rüber. So, jetzt will ich gucken, jetzt setze ich das da runter. No, und das zählt zum Beispiel jetzt nicht als Wand. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht bewege, weil sonst mache ich das Ding kaputt. Ja, ideal ist es nicht, aber gut. So, was macht der Brau? Aber XP, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Gut, ich bewege mich da weg. Es gibt einfach nur Energie wiederum plus. So, ich mache euch jetzt... Nee, das war nicht clever, okay. Ey, wir bekommen einen neuen Hammer. Natürlich auch nicht verkehrt. Achso, nee, ich kann jetzt, sollte jetzt nicht angreifen. Weil dadurch, dass ich nicht perfekt getroffen habe... Das Ganze wieder auf 1 zurückgesetzt worden ist, richtig. So, jetzt. Genau. Jetzt gehen wir hier hoch. Haben damit die eine Ratte, glaube ich, einfach zerlegt. Und ja, das war natürlich jetzt auch wieder nicht ideal, weil der nur noch ein HP hatte. Also, dass sie gegeneinander kämpfen können, ist ein fieses Element, muss ich zugeben, weil man plant zum gewissen Grad durch, nur um dann zu sehen, dass die auf einmal HP verlieren und es auf einmal nicht mehr stimmig ist. Okay, Dungeon ist stärker geworden. Ich mach das so. Das ist auch nicht ideal, aber hey, damit kriegen wir das immerhin gestopft. Und der Kollege hat gleich 5. Und das ist dann halt das Problem. Perfect Hits hinzubekommen ist nicht selbstverständlich. Und dementsprechend, ich habe immer noch nur eine HP oder einen Angriff, den ich einsetzen... Was? Achso, mein Dungeon Curse ist hochgegangen. So, jetzt gehe ich hin, mach dich platt. Jetzt habe ich theoretisch 5 Angriff, was schon wieder zu vielen ist für die Maus, für den Geist und da oben den Slime. Das ist natürlich jetzt hier wiederum doof, denn jetzt überlegt man natürlich, was zum Kuckuck mache ich denn? Ich kann jetzt damit einen besiegen. Tada! What now? Ich gehe vermutlich hin und habe damit HP wiederhergestellt, richtig. Great. Ich gehe jetzt hier mal wieder weg. Setz den hier. Markiere und jetzt besiege ich. Okay. Und damit habe ich jetzt 3 Angriff. Aber ich will das ja eigentlich perfekt auslösen oder ausnutzen. Also greife ich nicht an. So, den kann ich dort nicht hin platzieren. Ah, yes, da unten. So, jetzt habe ich 2, aber 2, wie wir wissen, ist nicht genug. Ja, und jetzt habe ich hier natürlich wieder das Problem,
meine, ich könnte das natürlich so setzen. Ereignisse entfernen ist immer noch eine interessante Idee. Weil man im Endeffekt in dem Fall ja tatsächlich erstmal nur seine Probleme los wird. So, nebenbei sollte ich trotzdem immer gucken, hier so ein paar Sachen einzusammeln. Das geht zum Beispiel auch hier, dass wir hier das Loch stopfen. Ja, aber ich habe jetzt doch eigentlich einen Perfect Hit hingelegt, oder? Hieß es nicht, dass es permanent dann plus 1 geben sollte? So. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier nochmal runter zu gehen. Jetzt habe ich 4. Und jetzt muss ich eigentlich gucken. Ich will jetzt hier durch, damit ich den Slime definitiv besiegen kann, um auf 6 zu gehen. Das ist nicht ideal. Doch, ich kann den da oben ausschalten. Oh, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Also das mit dem Bewegen, ich kann verstehen, warum es existiert. Es fühlt sich aber nicht gut an. Und das teleportiert mich nur. Okay. So, jetzt habe ich plus 2, was mir hier in der Situation überhaupt nicht hilft. Great. Also ich sehe definitiv den Puzzle-Aspekt des Spiels. So ist nicht. So, ich bin jetzt... Genau, wenn mir da unten einer fehlt, nur bei 4. Das heißt, ich kann den zerlegen. Den zerlegen. Und dann will ich mal ganz kurz gucken, was wir sonst so theoretisch noch machen. Achso, wir können nicht allzu viel machen, weil wir nicht überall hinlatschen können. Richtig. So. Nope, ich kann mich nicht mehr bewegen. Also ich denke, das mit den Wänden ist immer noch leicht unklar. Warum das manchmal so ist und manchmal wiederum nicht. Ah gut, jetzt kann ich mich dahin bewegen. Goodbye. Und fertig. Also... Ich denke, grundlegend ist das Spiel okay. Aber es hat mich jetzt noch nicht so in der Hinsicht umgehauen, wegen des Puzzle- oder des Roguelike-Aspekts. Und da ist dann eh die Frage, was zum Kuckuck? Build 5 Tiles. Reach Level 3. Build 5 Tiles? Das heißt, ich muss den Hammer im Endeffekt einsetzen, richtig? So, jetzt muss ich mich natürlich clever anstellen. Ich will das Ganze so platzieren. So, jetzt gehen wir hin, sagen 1 und 2. Haha. So, jetzt platziere ich das hier hin. Wir gucken mal, wie das mit der Wand aussieht. Die Wände werden hier wieder entfernt. Vielleicht muss ich dann nochmal nachlesen, wie das genau gemeint worden ist. Aber man sieht ab und zu die wieder... Vielleicht wenn Wand an Wand sich setzt? Lass mal gucken. Muss eigentlich schon fast irgend sowas sein. So, ich setze jetzt mal das Ganze so, dass da, wo der Hammer droppt, da ist eine Wand. Okay, also wenn Wand an Wand setzt, dann geht das so in Ordnung. So, jetzt wollen wir natürlich hingehen, das aktivieren. Also das mit dem Attack Power ist scheinbar tatsächlich nur temporär. Ich will mal gucken. Oh, das kaputt zu machen ist also wichtig. Okay, wir machen 1 und 2. Sehr gut. Also das ist natürlich in Ordnung, aber ich habe halt ab und zu so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht immer unbedingt die Kontrolle darüber habe, wie das Ganze abläuft. Und das kann man zu einem gewissen Grad natürlich dem Roguelike-Aspekt anschreiben, ankreiden. Oh, a Wizard. Ich mache das jetzt hier mal vollständig. Also das Schöne ist natürlich, jetzt bin ich theoretisch schon zu stark wieder mal. Das heißt also, ich mache die einfach platt, weil ich es kann. Ich stell dich dahin. Was ist das für ein Block? Oh. Das war nicht die Idee, aber es hat funktioniert. So, wir sind jetzt aber mal so frei. Genau. Damit kommen wir nämlich schon gut unserem Ziel voran. Oh, kann es sein, dass die Sachen da wegbröckeln? Der eine Holzbereich. Okay, du stellst dich da freiwillig hin. Lass mich mit dir kurz helfen. Sehr gut. Was sind für ein Fieder? Ah, sieht sogar relativ ulkig aus.
Okay, leider nicht wirklich so ein Punkt, wo ich das gescheit platzieren kann. Und ich will mich auch definitiv nicht... Also, man sieht immer wieder, dass die Teil hier unten in der Ecke rechts immer zwischen X und O hin und her wandert. Kann ich damit irgendwas anfangen? No, nicht wirklich. Dementsprechend mache ich das vermutlich so. Und so. So, dann mache ich euch so. Und dann marschiere ich hier munter einfach durch. Und entferne euch alle. Nice. Damit haben wir unsere Aufgabe erreicht oder abgeschlossen. Und müssen jetzt nur noch das Finale platzieren. Ich denke, man könnte immer noch ein bisschen argumentieren. Es wäre interessant, wenn man irgendwas machen könnte. Oder einen Grund hätte, länger in einem Dungeon zu bleiben. A la The Binding of Isaac, wo man sagt, oh, ich weiß, wo die Boss-Tür ist, aber ich will lieber hingehen und noch den Rest erkunden, weil man theoretisch ja irgendwelche Items oder ähnliches finden kann. Aber hier zumindest bisher, das ist ja immer wichtig, bisher geht man einfach zum Ende, wenn man das Ende präsentiert bekommt. Man könnte maximal sagen, perform a 3-time, kill combo 2 times, okay. Bisher... Ne, beziehungsweise man könnte ja sagen, man könnte sowas wie Hammer suchen. Oder sich versuchen, wieder aufzufüllen. So, wir platzieren ganz bewusst das ganze Zeug so ein bisschen weiter auseinander, damit keiner so schnell hinkommt. Das heißt, der Geist soll absichtlich erstmal alleine bleiben. Okay, gut. Jetzt muss ich gucken, dass ich das irgendwie miteinander platziere. Oh, oh, das ist ein Problem. Ja, noch nicht ganz. Ich kann ja hier einfach das kaputt machen. So, wir gehen auf jeden Fall hin. 1 und 2. Und jetzt habe ich keine Energie mehr. Da kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt der Puzzle-Aspekt, aber ich hätte theoretisch eine Dreier-Kombo hinbekommen, wenn das Spiel nicht gesagt hätte, Also das müssen wir jetzt erneut probieren. Und jetzt kriege ich hier schon so langsam Teile entgegengeworfen, die nicht wirklich angenehm sind. Ich muss das Ganze so platzieren, damit da oben der Weg freigeschalten wird, richtig? Ich gehe hin, nehme das da mit. Und... So. Richtig. Das ist noch nicht ideal. Und jetzt kommt eine Ratte. Die Ratte hat natürlich jetzt schon 3 HP. Das macht das Ganze jetzt natürlich ein Problem. Wo ich jetzt eigentlich schon fast irgendwie hoffen muss. Ah ne, das war... Ja, das war ein Fehler. Okay. Ach ne, das gab nur 2? What? Ah, ich hätte das vermutlich cleverer machen können, indem ich erst den einen Kollegen da unten zerstöre, theoretisch. Oh well. Achso, und das hat es jetzt zurückgesetzt, richtig. Ja, also das Interessante, zumindest bisher für mich, ist, dass ich nicht wirklich... Oh, hi. ...diese Fähigkeiten bisher verinnerlicht habe. Dass ich immer wieder das Gefühl habe, ich muss nochmal genau überlegen, wie zum Kuckuck das tatsächlich funktioniert. So, jetzt gehen wir hin. Hauen. Mhm. Nehme das mit, mach das so und so. Okay, und dadurch, dass kein anderer hier mit 4 HP unterwegs ist, machen wir den noch weg. Und wir bauen hier das vollständig. Sehr gut. Langes Stück. Ja, das kann ruhig da oben hin. Gerade weil ich die Peaks auch nicht abbekommen möchte. Ja, und jetzt hat man natürlich hier so ein bisschen diese lustige Situation. Ich will den Kollegen eigentlich nicht zu mir kommen lassen. Gerade vor allem, weil ich mit 3... Also das ist so ein bisschen doof, dass man das Gefühl hat, man kann ab und zu... Das heißt aber so, man kann seine Stärke halt nicht selber regulieren. Ich habe jetzt zum Beispiel 3 hier zusammengebastelt, kann aber halt nicht wirklich viel daraus gewinnen, wenn es darum geht, mein Ziel zu erreichen. Oh, ich habe meine Combo auf einmal auf 2 gebracht. Interessant ist, dass die Combo erhöht. Problem ist halt nur, ich hatte jetzt nicht mehr die AP, um das Ganze umzusetzen.
Ja, 6 ist natürlich beeindruckende Nummer. So, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich den Kollegen so platziere, dass er mir nicht sofort auf den Sender geht. Was nicht selbstverständlich ist, also muss ich ihn eigentlich schon wirklich hierhin platzieren. Also, der Tethys-Aspekt ist interessant. Ich weiß noch nicht, was ich wirklich... Oh, Geister können natürlich durch Wände laufen. Natürlich. Was ich trotzdem von dem, was ich bisher miterleben durfte, halten soll. So, ich gehe hin. Mach das so. Aber jetzt habe ich trotzdem das Problem. Ich habe zwar jetzt so einen gewissen Grad die Stärke, aber jetzt bin ich schon wieder zu stark. Oh, das zählt aber trotzdem als Combo. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was passiert, wenn ich das so platziere? Haha, ich kann wirklich meinen Exit einfach zerstören, wenn ich will. Wird mir damit ein neues Exit angeboten? Oh. Da ist aber jetzt Schmutz drauf. Ja, der Dungeon wurde jetzt natürlich nochmal gefährlicher. Oh, neben mir steht jemand, den ich nicht wahrgenommen hatte vorher. Ja, und dementsprechend, jetzt muss ich das Ganze mit einem Hammer entfernen. Das ist natürlich eine interessante Idee. Ja, es macht schon Laune, sich so ein bisschen... Oh, defeat the boss. Sich hier so ein bisschen durchzuarbeiten. Ah, ich bleib dabei. Es ist immer so eine Sache, wo man Sachen versucht durchzuplanen, nur um an den unterschiedlichsten Ecken so ein bisschen hängen zu bleiben. Manchmal hat man nicht mehr die AP, andere Male ist es der Fall, dass die Monster sich gegenseitig angreifen. Thanks. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wo der Boss tatsächlich ist, dementsprechend so. Nee, damit schafft es trotzdem auch noch zu mir. So, jetzt gehe ich hin und sag plus 3, richtig. Punk. Aber leider ist niemand mehr sonst da. So, jetzt gehe ich hin und mache das ganz bewusst so. Denn alles, was man besiegt, zählt wiederum als Combo. Was relativ ulkig ist, wenn ich ehrlich sein darf. Jetzt habe ich wieder einen Kollegen. Great. Oh, Kollege steht wieder auf. Lustig. Ja, es hat so ein bisschen den Farm-Aspekt. Kann die einfach immer und immer wieder angreifen. Meine Frage ist natürlich, wann zum Kuckuck taucht jetzt der Boss auf? Hallo. Ah, oh, wow, 25. That's a lot. Weißt du was, du gehst erstmal da oben hin. Da ist eine Wand im Weg. Oh, ich hätte angreifen müssen, richtig. Ich hätte als erstes angreifen müssen, um sicherzustellen, dass er mir nichts kann. Okay. Ich will was testen. Ich mache 1. Ja, und das ist wirklich egal. Solange man den Angriff durch... Ah, jetzt hätte ich den runterfallen lassen müssen. Ja, ich denke es. Oh, well. Weißt du was? Bye. Ja, du bist mit Ticken zu stark gewesen dafür. Okay, aber der... Oh, what? Bin mir nicht sicher, was das ist. Ja, ich mach das so. Und so. Das ist... Ach nee, das ist eine 2. Ich wollte sagen, warum steht auf einmal ein H? Okay, ich schlag zu. Damit habe ich jetzt schon 5 erreicht. Oh wow. Blatt ist Blatt. Und ja, jetzt habe ich hier schon so ein bisschen das Problem, dass aber mit die Dungeon-Teile so ein bisschen ungünstig fallen. Oh. Er hat das Ding irgendwie einfach dahin platziert. Ja, und jetzt tauchen natürlich auf einmal auch wirklich nur noch Gegner auf, die richtig stark sind. Wo ich die nicht einfach so mal kurz entferne. Ja, und jetzt greift er mich natürlich an. Great. Was passiert, wenn ich einfach den Kollegen entferne? Ha, dann teleportiert sie woanders hin. Okay.
Ja, ich bin leider immer noch nicht stark genug, um tatsächlich hier die Skala. Also das ist das Doofe, dass man immer wieder auf einen zurückgesetzt wird, wenn dann auf einmal Gegner kommen, die nicht mehr einen Schaden fressen. Entsprechend überlegt man jetzt zum Kuckuck, was man machen soll. Deswegen, mein Problem ist, ich habe jetzt hier... Hier kann ich maximal noch einen ransetzen. Damit komme ich auf plus 2. Genau. Also der Bossgegner fühlt sich schon abartig an, aber weil er so viel HP hat. Ja, okay, und da ist dann halt der Witz im Endeffekt, wo der Schwierigkeitsgrad auf einmal auftaucht, weil er anfängt, Sachen zu entfernen. Ja, hau dich selber. Mein Problem ist aber, das ist immer noch nicht genug. Ich muss jetzt schon auf 4 hochgehen. Und das ist das Doof. Ich habe 4, aber halt... Ja, genau. So. Oh! Das müsste man vielleicht mal zum Koko erklären, dass man sich hier so mit aufpowern kann. Spiel. Weil das war natürlich richtig gut jetzt hier. Jetzt gehe ich nämlich hin und mache das noch weg. Und greife endlich mal an. Wo ich natürlich dann jetzt automatisch natürlich wieder zu... Oh, und da bewegt er sich auch noch. Achso, ja, die beiden kann ich gar nicht machen. Die beiden rein, weil mit der da oben... Was hat das? Das ist XP. Die sollte man nicht ignorieren. Aha. Ja, jetzt haben die aber auch schon wieder 6 HP. Vor allem hinterlässt er da immer halt eine Linie, wo ich nicht hinkomme. Moment, das war jetzt schon wieder einer zu viel. Aha. Also das läuft für mich nicht natürlich von hinten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist immer ein Level von... Ich muss genau darauf achten, was zum Kuckuck ich hier machen muss. Und ich bleib dabei, ich habe das Problem, dass immer wieder... Ich dachte wirklich die Idee... Das wurde so erklärt mit den Perfect. Kann man das irgendwo nachlesen? Das wäre auch immer hilfreich. Weil ich dachte, Perfect Strikes sollen die Idee sein, dass man immer und immer wieder stärker wird. Weil so habe ich dann meines Erachtens immer noch das Problem. Okay, somit kann ich mich ein bisschen stärker machen. Eigentlich relativ ulkig, dass gerade die ganzen Hilfen von ihm... Oder die ganzen Obstacles, müssen wir eigentlich sagen. Aber ich kann nicht an dem vorbeilaufen, damit komme ich nicht zum Lich. Ich kann auch nicht mehr angreifen. Ja, okay, also. Oh, wow, der heilt sich. Ah, great, was ich schon immer wollte. Bossgegner, die sich dann auch anfangen können zu heilen. Gerade vor allem, wenn man das Spiel noch gerade lernt. Ah, great, okay. Hier, joinks. Ich gehe hin, mach das hier. Ja, das ist natürlich der Witz, jetzt habe ich schon zu viel eigentlich wieder. Aber ich arbeite mich dann langsam hin. So ist nicht. Ah, oh, jetzt. Genau jetzt ein langes Teil. Ich müsste eigentlich das lange Teil da irgendwie hätte runterbringen müssen. Da wäre vielleicht auch interessant, ob man die Möglichkeit einem gibt, dass man sich vielleicht Sachen aufsparen kann. Irgend sowas. Oh, ich werde anvisiert. Das sollte ich vielleicht vermeiden. So, ich habe jetzt auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, mich kaputt zu machen. Das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Sehr schick, damit bin ich stärker geworden. Das ist nicht schlecht, aber es fehlen leider 2 Angriff noch. Okay, wieder weggehen. Diesmal hat er sich interessanterweise nicht gewehrt. Ah, nee, ich sollte das schon so machen. Damit ich jetzt hier hingehen kann. Joinks. Und... Perfect Strike. Hooray! Aber das Spiel ist natürlich nicht vorbei. Ich muss erst das Exit noch legen. There it is. So kann ich das irgendwie... legen, ohne dass es dumm läuft? Ja, so im Endeffekt. Oh great, der greift mich ja nur alle an. Also das, was ich hier sehe, ist durchaus in Ordnung. Aber ich bleibe so ein bisschen bei. Selbst nach den ganzen Leveln... Viele der Elemente, die mir hier präsentiert werden, kommen nicht natürlich zu mir.
Ich muss immer wieder überlegen, okay, wie viele muss ich jetzt an Lines zerstören, um das machen zu können? Und natürlich, man sieht jetzt hier zum Ende hin, die Gegner wurden immer stärker und jemand mit 7 HP, den zerstört man nicht einfach so sehr. Ich konnte die wirklich nur zerstören, weil ich im Endeffekt klar einerseits diese Lines aufgebaut habe und zerstört habe, aber auch gleichzeitig, weil der Kollege Boss immer irgendwelches Extra-Zeug gespawnt hat, das ursprünglich ja dafür sorgte, wenn man es nicht sich drum kümmert, dass halt weitere Lines angelegt werden. Gerade die 4 da unten sieht man ja, die sind ziemlich brutal gewesen, weil ich nicht ansatzweise diese stopfen konnte, die Löcher. Aber nur durch die extra Hilfe habe ich diesen Boss besiegt. Hätte der Boss das Zeug einfach nicht gespawnt, hätte ich das Ganze hier nicht schaffen können. Und damit kommen wir zum Ende von Blocky Dungeon. Ich bleibe dabei, nette Idee. Aber ich denke, man muss so also ein paar Sachen extra überlegen. Ich denke gerade, was Hammer betrifft und vielleicht, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, sich vielleicht so gewisse Pieces einzusparen. Vielleicht ist es so, als wenn man sagen könnte, das ist ein Upgrade. Gerade wenn man hier wirklich von einem Roguelike spricht, vielleicht wäre da interessant, obwohl das wäre ja wieder ein Roguelite, wenn man irgendwelche Sachen außerhalb eines Runs freischalten würde. Ja, dann könnte man das natürlich auch als Standard-Feature geben. Also, nette Idee. Release Date ist aktuell mit When It's Ready betitelt. Das heißt also, die nehmen sich da ihre Zeit. Und ich denke, das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.